Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um soziale Arbeit als Hilfe zur Lebensbewältigung. Das heißt, ich habe mir die Lebensbewältigungstheorie nach Böhnisch angeschaut und hier mal geguckt, wo hier die Kontexte, Verbindungen zur Digitalisierung zu finden sind. Bei der Lebensbewältigung nach Böhnisch gibt es ein paar Grundannahmen, die natürlich auch im Kontext der Digitalisierung gelten. Seine Grundannahme ist, dass moderne Gesellschaften Probleme produzieren und die soziale Arbeit ist die institutionelle Antwort auf diese. Er hat damals vor allem Probleme beschrieben wie Desintegration und Individualisierung und dass da eben dann die soziale Integration fehlt und das Ganze führt dann eben zu verschiedenen Problemen, die sozialarbeiterisch behandelt werden müssen. Insgesamt sieht er eine latente sozialstrukturelle Dauerkrise. Er selber schreibt, da die Dauerkrise aufgrund ihrer strukturellen Bedingtheit gesellschaftlich nicht aufhebbar ist, muss sie in ihren Folgen für den und am Einzelnen behandelt, also pädagogisch transformiert werden. Lebensbewältigung, was ja so der Grundbegriff seiner Theorie ist, ist für ihn Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen. Wenn wir uns jetzt die heutige Gesellschaft anschauen, hat sich hier natürlich schon einiges verändert, aber die Grundprobleme, wenn wir sagen, Desintegration und Individualisierung gehören mit dazu, die sind natürlich geblieben oder haben sich sogar an einigen Punkten verschärft. Er teilt in seiner Theorie, dass die Lebensbewältigung in verschiedene Dimensionen auf oder auch in drei Zonen, je nachdem, wo man bei ihm nachliest. Die drei Zonen sind zum einen die personal-psychodynamische Zone, in der das Bewältigungsverhalten stattfindet, dann die relational-intermediäre Zone, in der die Bewältigungskulturen eine große Rolle spielen. Und die sozialstrukturell-sozialpolitische Zone, hier finden wir Lebens- und Bewältigungslagen wieder. Und all diese drei Zonen kann man jetzt sehr, sehr gut eben in den Kontext der Digitalisierung setzen und mal gucken, was das denn bedeutet, wenn wir die mitdenken. Fangen wir also mit der psychodynamischen Zone an. Böhnisch geht davon aus, dass es hier drei Bewältigungsimpulse gibt. Das eine ist das Verlangen nach einem stabilen Selbstwert, das Verlangen nach sozialer Anerkennung und das Verlangen nach Erfahrung von Selbstwirksamkeit. All diese drei Bewältigungsimpulse können wir jetzt natürlich wieder auf die digitalisierte Welt übertragen. Da haben wir zunächst einmal den Selbstwert. Der Selbstwert ist natürlich vor allem durch soziale Medien mitbestimmt, mit beeinflusst. Wir haben sowas wie soziale Vergleiche, die wir in und durch Medien die ganze Zeit durchführen. Das heißt, wenn wir uns Profile von anderen anschauen, wenn wir durch Instagram scrollen, das, was dort stattfindet, ist ständig ein sozialer Vergleich. Und je nachdem, was genau wir vergleichen, hat das unterschiedliche Effekte. Fähigkeitsorientierte Vergleiche lösen zum Beispiel Neid, Niedergeschlagenheit und Sorge aus und vermindern das Selbstwertgefühl. Meinungsbasierte soziale Vergleiche hingegen steigern das Selbstwertgefühl und gehen mit Optimismus und Inspiration einher. Das heißt, hier sehen wir wieder, Medien können eben eine positive oder eine negative Wirkung auf den Selbstwert haben, je nachdem, wie wir sie nutzen, je nachdem, welche Medien genutzt werden. Ähnlich ist es, wenn es um Anerkennung geht. Also Anerkennung ist ja oft so ein zentrales Nutzungsmotiv auch von sozialen Medien, weil wir das Bedürfnis haben, dazuzugehören und das Bedürfnis nach Selbstpräsentation, um eben Anerkennung zu erlangen. Im digitalen Raum haben wir da allerdings eine sogenannte Konstitutionsproblematik. Das heißt, wir sind nicht frei in unserer Selbstpräsentation, mit der wir ja Anerkennung erlangen wollen, sondern das Subjekt wird eben nicht nur durch sich selbst, sondern auch durch andere konstituiert. Als Beispiel kann man dafür nehmen, dass es zum Beispiel stark reglementiert ist, wie man sich überhaupt darstellen kann und wer diese Darstellung sieht. Und das Ganze wird eben durch die Plattformbetreiber bestimmt. Wenn man da jetzt mal an zum Beispiel den Unterschied denkt zwischen Facebook und Tinder,
was ich dort einstellen kann, was der andere von mir sieht, wie man mit mir interagieren kann. All das sind natürlich Sachen, die die Plattformbetreiber bestimmen, die ich nicht frei wählen kann und die somit meine Selbstpräsentation dann eben auch einschränken. Der dritte Impuls, die Selbstwirksamkeit, die ist natürlich auch von digitalen Medien mitbestimmt oder kann in digitalen Medien erlangt werden. Das eine kann zum Beispiel sich dadurch ausdrücken, dass man einfach in Foren rumtrollt, also irgendeinen Schmarrn schreibt und hofft, dass irgendjemand drauf anspringt, drauf reagiert. Sofort habe ich auch ein Selbstwirksamkeitserleben. Und natürlich habe ich auch ein Selbstwirksamkeitserleben zum Beispiel in digitalen Spielen. Hier wird es immer als besonders wirksam beschrieben, vor allem weil eine relativ kleine Aktion wie ein Mausklick etwas ganz Großes auslösen kann, wie eine Explosion. Und man so natürlich eine ziemlich große Selbstwirksamkeit erlebt. Also in den digitalen Medien haben wir eine Vielfalt an Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit zu erleben. Auch zu dieser psychodynamischen Zone gehört bei Boehnisch die Möglichkeit der Thematisierung und Abspaltung. Er sagt, wenn man nicht in der Lage ist, seine Probleme zu thematisieren, führt das zu Abspaltungsprozessen und die wiederum äußern sich dann in antisozialem Verhalten. Und auch hier bieten Medien natürlich wieder diverse Thematisierungsmöglichkeiten zum einen. Das heißt, ich kann, wenn ich problematische Sachen habe, in digitalen Medien, vor allem auf Social Media, Leute finden, mit denen ich darüber reden kann, die mir helfen, das Ganze zu thematisieren, die hier vielleicht Entlastung bieten. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch digitale Medien nutzen, um diese Abspaltung, also antisoziales Verhalten, auszuleben. Und hier sind sie vor allem ganz gut geeignet durch den sogenannten Online-Enthemmungseffekt, der uns ja dazu bringt, dort eben enthemmter zu handeln. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen, dass das Internet quasi eine antialkoholische Version von Alkohol wäre. Das heißt, es hat einfach die gleichen Effekte auf uns. Es bringt das Gute und das Schlechte ein bisschen mehr nach außen. Und hier sehen wir eben gerade, wenn es um Abspaltung geht, dann auch ganz wilde Sachen auch von Personen, die vielleicht offline nicht so offensichtlich abspalten. Das haben wir vor allem immer wieder, wenn es um Online-Mobbing-Fälle geht, dass wir hier eigentlich sozial angepasste junge Menschen oder auch ältere Menschen haben, die sozial integriert sind und normalerweise eher so für den Zusammenhalt von Gruppen ganz gut sind, die aber online dann total anders sind, ein anderes Gesicht zeigen, Dinge schreiben, die sie niemals sagen würden. Also da kann man solche Abspaltungsprozesse dann sehr gut erleben. In der nächsten Dimension, der soziodynamischen, interaktiven Dimension, geht es ja um Bewältigungskulturen. Bewältigungskulturen fördern oder behindern die Thematisierung von Konflikten. Also auch hier geht es wieder darum, Konflikte überhaupt ausdrücken zu können. Und Bewältigungskulturen können dann eben dazu führen, dass man eine erweiterte oder regressive, also eingeschränkte Handlungsfähigkeit hat. Diese Bewältigungskulturen, die wir vor allem in Familien oder Gruppen finden, die wirken natürlich in den digitalen Raum hinein und werden von diesen beeinflusst. Interessant ist hier unter anderem der Aspekt der dauerhaften Bindung an diese Bewältigungskulturen beinhalteten Kulturen oder Umfelder, weil wir eben tatsächlich durch die ständige Verfügbarkeit von Social Media, dadurch, dass wir unser Smartphone dabei haben, nicht völlig frei von diesen Kulturen uns da draußen bewegen, sondern der Druck oder die Hilfe, den sie ausüben, wird eben verstärkt, weil er ständig da ist. Dann haben wir eben tatsächlich auch, dass die Thematisierungsmöglichkeiten zum einen durch das technische Design des Internets beeinflusst werden, hatten wir ja gerade eben, als es um Selbstdarstellung geht, aber auch durch Digitalkulturen auf den einzelnen Plattformen.
Das heißt, es gibt auch Communities, die eher hilfreich sind, die unterstützend sind. Und es gibt Communities, die eher toxisch angelegt sind, das heißt eher hinderlich sind, was das angeht. Also je nachdem, wo ich mich bewege, ist hier schon wieder die Thematisierungsmöglichkeit eine andere. Was Schönes an digitalen Bewältigungskulturen ist, dass sie sehr vielfältig, sehr vielseitig sind und prinzipiell für jeden zugänglich. Das heißt, wenn ich die technischen Möglichkeiten habe, das technische Know-how habe, dann habe ich eben nicht dieses Ansehen von sozialer Herkunft oder anderen Merkmalen, die vielleicht sonst zu einem Ausschließen aus einer Gruppe führen, sondern prinzipiell sind die erstmal für jeden offen. Es lässt sich festhalten, dass wir auch hier wieder je nach Mediennutzung, je nach Medium, das genutzt wird, dann eben eine erweiterte oder eine regressive Handlungsfähigkeit vorfinden. Schauen wir uns jetzt die sozial-strukturell, sozial-politische Zone mit ihren Lebens- und Bewältigungslagen an. Unter Lebenslage wird hier den einzelnen zur Verfügung stehenden materiellen, sozialen und kulturellen Bewältigungsressourcen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen verstanden. Das heißt, es geht eben tatsächlich darum, welche Ressourcen habe ich denn als Einzelner in meiner Lebenslage und die zentralen Spielräume, wie eben Einkommen, Arbeit und Beruf, die das Ganze beeinflussen, können durch die soziale Arbeit nur bedingt beeinflusst werden. Darum gibt es so dieses Brückenkonzept der Bewältigungslage und die kann eben beeinflusst werden. Böhnisch schreibt dazu, die Bewältigungslage ist ein Brückenkonzept zwischen Lebenslage und Lebensbewältigung, das sich vierfach dimensionieren lässt. Zum einen eben in die Dimension des Ausdrucks, also der Chance, die Betroffenheit mitteilen zu können und nicht abspalten zu müssen. In die Dimension der Anerkennung, die Dimension der Abhängigkeit und die Dimension der Aneignung. Und diese vier Dimensionen kann man jetzt natürlich wiederum mit digitalen Medien in Verbindung bringen. Ausdruck hatten wir ja schon. Also inwieweit kann ich über zum Beispiel soziale Medien meine Betroffenheit mitteilen? Dimension der Anerkennung, wie weit dann eben solche Anerkennungsprozesse stattfinden, darüber habe ich auch schon gesprochen. Die Abhängigkeit kommt noch mit hinzu, die wir im digitalen Raum ganz oft von großen Anbietern haben, wo wir tatsächlich sagen, wenn wir eben Ausdruck und Anerkennung wollen, sind wir von bestimmten Angeboten abhängig und die wiederum drücken uns dann auch ihre Regeln auf. Und das andere ist die Dimension der Aneignung, also inwieweit kann ich mir diesen digitalen Raum dann zum Beispiel auch selber aneignen. Und das sind alles Sachen, die man mit Medienkompetenzförderung natürlich auch pushen kann, wo man helfen kann, wo man sagen kann, man kann hier diese Bewältigungslage beeinflussen, indem man eben Medienkompetenz vermittelt. Des Weiteren, neben diesen drei Dimensionen, spricht Böhnisch dann auch Handlungsaufforderungen aus. Das heißt, was kann denn jetzt die soziale Arbeit noch genau tun oder konkret tun? Und er spricht hier unter anderem von der Schaffung von funktionalen Äquivalenten, damit eben antisoziales Verhalten nicht mehr benötigt wird. Ziel ist dann Selbstwert, soziale Anerkennung und Selbstwirklichkeit, Selbstwirksamkeit. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man erstmal versteht, was hinter dem Verhalten steckt. Das heißt, wenn ich sage, ich will ein funktionales Äquivalent anbieten oder jemandem helfen, ein funktionales Äquivalent zu finden, um eben dieses antisoziale Verhalten nicht mehr zu brauchen, um anders Selbstwert, um anders soziale Anerkennung, um anders Selbstwirksamkeit zu erleben, muss ich erstmal verstehen, was ist denn eigentlich das, was die Adressatin, der Adressat da gerade braucht? Wie ist denn dieses Verhalten zu deuten? Und das wird tatsächlich im digitalen Raum nochmal komplexer, weil oft nicht das dahinter steckt, was man als allererstes im Kopf hat. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wir hätten Online-Mobbing als antisoziales Verhalten, dann können da unterschiedliche Sachen drin stecken. Also da kann sowas drinstecken wie, der Person ist einfach nur langweilig. Das ist irgendwie so eine Phase mit, ich weiß nicht so richtig, was zu tun ist und es macht irgendwie Spaß und ich kann so ein bisschen die Zeit überbrücken. Hinzu kommt eben dieser Online-Enthemmungseffekt, von dem ich schon gesprochen habe.
Aber natürlich geht es auch um sowas wie Macht, um Imagegewinn und um Aufmerksamkeit. Und wenn man da genau nachfragt, dann kriegt man eben schon raus, was davon ist es denn? Also ist es in erster Linie dieses, ich will Macht ausüben oder ich will mich selbstwirksam fühlen oder ist es diese soziale Anerkennung, die ich haben will oder ist es vielleicht ein Konglomerat aus allem? Und nur wenn man das aufschlüsselt, ist man dann auch in der Lage zu gucken, welche funktionalen Äquivalente passen denn? Und die wiederum können natürlich auch digital sein. Das heißt, wenn wir uns die Theorie der Lebensbewältigung anschauen, muss auch hier wieder in all den Facetten, die sie so bietet, die Digitalisierung mitgedacht werden. Viel genauer und wissenschaftlicher findet man das dann wieder in der kommenden Publikation. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören.